Herzlich willkommen, liebe Leute, zur nächsten Folge von unserem Nordkorea-Projekt. Und auch einer der letzten Folgen vom Nordkorea-Projekt. Weil wir gehen langsam Richtung Ende. Wir haben jetzt ja diesen Bug mit den Schulden, dass wir jetzt wieder Schulden aufnehmen, statt Geld zu kriegen, obwohl wir ein positives Budget haben, was aber auch immer kleiner wird. Vielleicht kriege ich es noch umgedreht, indem wir die Steuer wieder zurücknehmen. Weil erst dann ging ja diese ganze Hölle, sage ich jetzt mal, los. Aber sonst sehe ich da nicht wirklich einen Spielraum, den ich habe. Aber wir haben ja schon viel erreicht. Es ist ja hier, wie gesagt, eh noch Early Access. Wenn wir dann das switchen würden zu der neueren Version, könnten wir auch deutlich mehr machen. Ich habe mir auch mal den Changelog durchgelesen. Da stand ja zum Beispiel jetzt auch drin, man kann jetzt bei Staatsunternehmen wieder Leute einstellen. Das ist ja genau das eigentlich, was wir brauchen. Ich warte auch übrigens danach wieder mit Projekten. Wir machen noch die Präsidentschaftswahlen. Und dann wahrscheinlich diese Szenarios alle. Achso, okay. Jetzt haben wir aber ein bisschen Schüleraustausch gemacht. Ein bisschen die Features erkundet. Stimmt, wir treffen wir mit dem jetzt auch noch. Gerne. Also mal gucken, was wir noch machen heute. Sehr. Ich denke mal, ein, zwei Folgen machen wir noch. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen rumgedreht, dass wir ein paar Folgen noch mehr machen können. Aber wenn nicht, ja, dann ist es so. Warum ist das hier eigentlich? Hat gar keinen Sinn, da fehlen doch 11 Stück oder sind so viele. Nö, so viele sind nicht mehr drin. Also wenn ich es wieder hingedreht kriege, wäre ganz schön. Aber wenn nicht, dann ja, dann war es das halt. Ja, das Darlehen wird doch wieder kleiner. Also vielleicht kriege ich es ja wirklich hin, das zu fixen. Vielleicht habe ich irgendeine Berechnung dadurch zerstört oder so. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt ein Game-Bug und auch ein Game-Breaking-Bug. Das ist immer ein bisschen schade. Okay, wir haben jetzt wieder einen Überschuss drin. Lag das wirklich daran? Ich kann es ja mal probieren, wenn ich es weiter wieder senke. Es kostet zwar unserem Haushalt extrem viel Kohle. Aber wenn es das Projekt wieder ein bisschen rettet. Aber also, ich sag mal so, auch wenn wir es jetzt hier wieder ein bisschen rumgedreht kriegen, so lang machen wir trotzdem nicht mehr. Es sind ja halt noch so viele Bugs und Features, die hier fehlen und sowas. Da macht es sowieso keinen Sinn. Das ist sozusagen wie bei einem sterbenden Menschen. Ich verlängere jetzt das Leben, aber sterben tut er sowieso. Also ein bisschen ein drastisches Beispiel jetzt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Weil, ja, es macht halt kaum noch Sinn, weiterzumachen. Obwohl ich finde, für eine Early Access, ja, geht es. Es ist okay von der Bugdichte, obwohl ich mir natürlich weniger Bugs wünschen würde. Aber wir haben ja dann auch schon fast 20 Folgen hier verbracht. Mit dem Neustart sind wir, glaube ich, jetzt bei 12 oder 13. Ja, haben wir. Ich finde auch, wir haben viel geschafft in der Zeit. Wir machen ja am Ende wieder eine Folge, wo wir uns dann vielleicht, also zum Ende mal angucken, was so geschehen ist. Das Bruttoglück geht trotzdem weiter hoch. Vielleicht kriegen wir es ja wirklich hin. Ja, weil jetzt wächst der Überschuss wieder.
Ist auch irgendwie komisch, es versenkt die Steuern und der Überschuss wächst. Weil hier, die Zahl geht auch nicht wirklich zurück. Mal gucken. Also wenn wir jetzt bei 1% sind, sind wir schon mal niedriger als am Anfang. Können auch gerne die Zinsen nochmal senken. Die Inflation bleibt ja scheinbar eh gleich. Das ist halt auch so ein kleiner Bug irgendwie, der mich so ein bisschen stört. Wir machen erstmal den Nullzins. Ach, den kann man gar nicht machen. Dann senken wir jetzt erstmal weiter den Zinssatz. Ich finde aber schön, dass er die Schulden bei Russland aufgenommen hat, bei dem Land, also wo wir am wenigsten Zinsen zahlen. Es gibt zwei Arten von Ländern in Europa. Die kleinen Länder und die kleinen Länder, die noch nicht verstanden haben, dass sie klein sind. Paul Henry Spark. Okay. Was möchte der Künstler mit dem Werk sagen? Wir wissen es nicht. Eine Demo in Nordkorea? Warum demonstrieren die denn? Weil man sieht auch, dass es langsam verbuggt ist. Weil ich denke, das wird euch auch schon aufgefallen sein. Ich zeig's euch gleich. Jetzt hau mal ab hier, Paul. Na los, geh weg. Ja. Euch wird schon aufgefallen sein, sicherlich. Sag nur mal die Zahl. Ich sag nur mal die Zahl. Und glaube auch noch die Zahl. Zeigt es ganz gut. Okay, die Zahl, da ändert sich ja nicht viel. Die Zahl zeigt es auch gut. Die auch. Die nicht. Die ist immer noch. Vielleicht noch. Oh, wir haben jetzt mal positive Migrationsrate. Ist ja krass. Weiß ich gar nicht. Ah, welche zeigt's? Ich finde bestimmt noch eine Zahl. Aber ich glaube, so langsam versteht ihr, was ich meine. Die zeigt's auch gut. Die zeigt's auch. Die auch. Die auch. Ich glaube, ihr erkennt ein kleines Muster, wie diese Zahlen aussehen. Die sind konstant. Und das ist ja eigentlich, also wenn eine Zahl konstant bleibt, okay. Aber alle, das ist ja wie eingefroren. Das zeigt ganz gut eigentlich. Auch hier zum Beispiel BIP, das wächst fast durchgängig konstant gleich. Das zeigt ganz gut eigentlich. Was ist das eigentlich? Es zeigt ganz gut eigentlich, dass das Spiel, ich glaube, 2026 ungefähr angefangen hat, viele Zahlen nicht mehr zu berechnen. Wir haben ja auch lange Zeit hier unten diese Wirtschaftsberechnung nicht mehr gehabt. Deswegen. Das Spiel geht scheinbar langsam kaputt. Auch hier, ich senke die Steuern und trotzdem sinkt das Defizit irgendwie nicht. Oder erhöht sich das Defizit nicht. Das macht ja an sich gar keinen Sinn. Na, also ich weiß auch langsam nicht mehr, wie es hier weitergehen soll. Aber deswegen meine ich ja. So langsam können wir Schluss machen. Ich glaube, dann ist heute so die letzte richtige Folge noch. Der nächsten können wir dann mit dem Aufrüsten beginnen und vielleicht unseren Krieg gegen Nordkorea, gegen Südkorea versuchen. In der Nordkorea.
Weil ja, wir könnten jetzt wieder hier alles zusammensparen und so eine Scheiße. Ja, könnten wir. Aber das bringt ja nichts. Obwohl ich gar nicht weiß, ob wir aufrüsten können. Können wir mal probieren, wenn wir jetzt einfach mal die Leute einstellen wollen. Gucken, ob es klappt. Ich glaube nicht, oder? Wir sagen mal 240.000 ist ungefähr. Weil wenn wir nicht mal mehr aufrüsten können, dann ist der Krieg gegen Südkorea ja, für eine Tonne. Dann müssen wir das wirklich mal in einem neuen Projekt machen. Das gut. Ja, das stellt irgendwie keine mehr ein, weil wir die Wirtschaftsberechnung nicht mehr haben. Schade. Das Spiel steht wirklich still. Dann machen wir heute was anderes. Weil für mich endet das Projekt dann in der nächsten Folge schon. Weil ich jetzt keinen großen Sinn mehr wirklich sehe. Wir machen jetzt die Demokratiereform. Ich weiß, ich hasse das eigentlich. Aber wir hauen es jetzt einfach durch. Ich weiß ja, wir können nicht alles auf einmal machen. Yes. Wir stückeln das jetzt erstmal. Demokratie für Korea. Und machen wir heute noch die eigenen Parteien und sowas. Und ab der nächsten Folge. Obwohl, wir könnten uns nochmal krönen lassen eigentlich. Und dann zu der Demokratie übergehen. Die Prinzen müssen vor jedem Rat entscheiden, ob sie den Applaus des Publikums zulassen oder verbieten wollen. Ludwig der 16. Nee, der 14. Der Sonnenkönig. Mich verlesen fast. Ja, aber ich finde, wir haben ja trotzdem viel geschafft. Also an sich kann man ganz stolz darauf sein. Aber ich sag mal so, wenn das Spiel komplett, also wenn es richtig gelaufen wäre, wären wir noch weiter. Ich denke, BIP von 70, 80 Milliarden wäre dran gewesen. Mit richtiger Berechnung und Arbeitslosenquote runter und sonst sowas. Ich würde ihn auch mal schießen lassen, einfach. Ich würde mal gern für ihnen. Ist jetzt ja eh egal, wie wir unser Geld hier verplempern. Genau, ihn hier. Wo ich kann dafür verurteilt werden, oder? Egal. Wenn nicht, gehen wir halt zum Safe State zurück. Stottert, dass sie mich nie angepisst haben dafür, dass ich hier Referenten erlauben will. Oder woll oder gemacht habe sogar. So, Inspektion und Kontrolle der Lehrpläne ist immer wichtig, weil sie komplett die Kontrolle darüber abzugeben, als Staat ist, glaube ich, nicht gut. Jetzt weiß ja keiner, was da drin landet. So. Lassen die jetzt erstmal ein bisschen durchgehen, sonst ja, bin ich wirklich gleich unter der Guillotine.
Finanzamt. Oh nein. Ist mir nie passiert. Die Operation ist beendet. Oh ja. Da ist er weg. Ja, vielleicht gibt das so ein bisschen so ein böses Echo. Echo. An die Leute, dass sie meine Macht nicht mehr in Frage stellen sollten. So, wir können die Sekten tolerieren wir noch. Nö, gehe ich nicht hin. Das soll so meine Macht jetzt einmal ausstrahlen. Haha, wir haben Leute umgebracht. Zusätzlich, ich habe nur den Auftrag gegeben. Ich habe ihn ja nicht selber erschossen. Ich würde sowas nicht machen. Oh, Laos. Stimmt, es wollte sich bis jetzt immer nur Russland, der Iran und ich glaube, ja, China mit uns treffen, oder? Der Rest noch nie. Ist ein bisschen traurig, aber naja. So, die Medien wären frei. Ja, irgendwie, komischerweise sagt jetzt keiner was mehr was gegen mich, ob das wohl ein Zufall ist. So, Jugendschutz. Gewalt kommt auch unter den Jugendschutz. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Demokratie. Also in echt bin ich ein Freund der Demokratie. Okay, die nächste will sterben. Aber hier im Spiel... Ich muss sagen, eine Diktatur ist wirklich einfacher. Auch politisch ist es einfacher. Weil ich muss keine Kompromisse eingehen. Weil ich weiß ja, was das Beste fürs Volk ist. Und hier gibt es keine ideologischen Kämpfe dann. Guten Tag. Ich komme nicht. Aber in echt ist das, wird das, glaube ich, sehr auch ausgenutzt. Die will kaufen von mir. Okay. Ich habe das selber nicht genug. Soll ich mich etwa über den Tisch hauen oder was? Nee, Tisch ziehen. Über den Tisch hauen? Über den Tisch ziehen. Und dann habe ich wieder ein bisschen Kohle drin. Können ja trotzdem das restliche Geld noch für die Dings benutzen. Für Wohnungen und Internet. Das wären halt also Projekte, die wäre ich dann auch gerne früher angegangen. Weil wir hätten dann ja auch durch eine bessere Wirtschaft auch mehr Kohle gehabt. Aber sowas wie Energie haben wir jetzt gar nicht drum gekümmert. Also wirklich. Oh, scheiße. Der Agent, der für die wir haben uns kein Stück um Stromversorgung oder sowas gekümmert. Die Bestattung wird... Weil es war einfach nicht notwendig. Wir haben wahrscheinlich immer noch Stromüberschuss. Du hast alles, um den Mord zu gewinnen. Eine laute Stimme, ein perversen Geist, du bist ein Scharlatan. Du hast alle Qualitäten, die für die Regierung benötigt werden. Aristophanes. Das ist ja ein bisschen, ja. Aber so ein bisschen, das stimmt schon. Oft geht es auch nicht um Inhalte, sondern einfach nur um die Menschen zu überzeugen von seinen Inhalten. Das heißt, es wurscht eigentlich, was du sagst. Solange die Leute es dir glauben. Oder gut finden. Na los. Och, ich finde auch immer, das Speichern wird immer länger. Das sind halt so mehrere Anzeichen, die mal so ein bisschen so zeigen. Ah, guck mal. Auch Wohnungen haben wir nicht gebaut oder Infrastruktur, kein Stück. Weil es einfach nicht notwendig war.
Sehr schön. Na, das Ziel war ja drei Viertel. Vielleicht kriegen wir das ja sogar noch hin. Haben wir jetzt noch Gesetze in der Röhre? Gewalt haben wir jetzt noch drin. Also, Thema Gewalt als Freiheit. Wir könnten auch mal, das habe ich noch gar nicht gemacht, hier so ein Kulturjahr mit Südkorea. Warum unsere Feindschaft niederzulegen? Weil wir können ja mal gucken, Armee, sich nichts geändert, okay. Schade eigentlich. Ihr seht auch irgendwie hier, der Budgetüberschuss, der steigt trotzdem nicht, auch wenn ich das Budget runterhaue. Wo ist er nur? Ach doch, jetzt so. Jetzt kriege ich erstmal der fett Minus, weil, oh nein, der hat Leute entlassen. Es ist Zeit. Was? Okay, das ist so krass jetzt ausartet, hätte ich nicht gedacht. Okay, ich muss jetzt irgendwas herzaubern. Die Rente ist doch immer ein gutes Thema. Rentner-Eintrittsalter auf 50. Was eigentlich das? Was finden die Leute nicht gut? Weil Leute lieber höher? Was? Das finden die Leute gut? Die Rente? Hä? Ich dachte immer, das ist so negativ. Wir müssen jetzt noch durchkommen damit. Bis auf 10% oder so. Null. Scheiße. Ich will das wirklich nicht schaffen. Komm schon. Ein paar Tage noch. Ich glaube, das überleben wir nicht. Scheiße. Von Kim? Etwa von Kim Jong-uns Schwester ersetzt oder was? Eieiei. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Das Positive ist, ihr seht immer, dass ich den Safe State lade. Hier wird alles Uncut gemacht. Apropos Uncut, ich habe mir jetzt das Wolfenstein-Bundle geholt, was jetzt bei Steam im Angebot war. Und da gibt es ja immer die deutsche Version und die internationale Version. Man kriegt immer beide. Die deutsche ist ja sehr, sehr stark zensiert, was hier so Symboliken angeht. Ich weiß nicht, ob sich jemand davon von euch damit auskennt, aber wenn ich das jetzt let's playen wollen würde, dürfte ich die deutsche Version auf YouTube spielen, also hier in Deutschland? Dürfte ich die zeigen? Oder darf ich, ich meine, darf ich die internationale zeigen oder darf ich nur die deutsche spielen? Und wenn ich die deutsche spiele und sie spielen darf, kriege ich dann irgendwie so Strafe, also ein Shadowban oder filtert YouTube sowas raus extra? Oder spielt es gar keine Rolle? Kann ja sein, dass sie sagen, ja, okay, du darfst es zwar spielen, aber da kommt mir Hakenkreuze vor. Wir bestrafen dich jetzt dafür. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe ja. Dann können wir nicht einfach gleich auf 45? Scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Verschulden wir uns zwar jetzt, aber dann haben wir unser Ziel erreicht.
Und haben wir trotzdem unser Ziel erreicht? Die Medien sind jetzt schon frei. Wir können jetzt auch volle Kanone für Kultur ausgeben. Das ist eh so günstig. Warum habe ich denn die Geld reingebuttert? Sehr schön. Das glorreiche Nordkorea. Wir können auch noch eine neue Flagge nächstes Mal machen. Weil heute habe ich keine. Ich habe noch keine neue Flagge. Stimmt, Wohngeld ist mir auch aufgefallen, haben wir ewig nicht mehr erhöht oder sowas. Hätte man auch Geld rausziehen können. Ah, nee, hätte man nicht. Also, sehr wenig. Das ist ja schon das Höchste. Man kriegt hier mehr Geld als Wohnungszulage als Mindestlohn. Das ist ein bisschen krass. Wir können auch mal Sterbehilfe auch auf Abstimmung packen. Okay, die sind verärgert über mich. Das ist Pech. Deswegen sage ich ja, wir müssen bald eine neue Partei gründen, sonst machen die ja sonst ja was mit mir. Und die hasst mich. Noch ein Grund, sie zu ermorden. Also, jetzt nur im Spiel, nicht in echt. Weiß auch gar nicht, wer das ist. Ist er ein ausgedachter Charakter? Oh, Xi Jinping will sich wieder treffen. Das Gesetz. In echt würde ich niemals sowas befürworten. Warum auch? Auch hier der Export, der sinkt immer weiter. Ich verstehe es nicht. Wie kann eigentlich die Wirtschaft steigen, wenn Ex- und Import zurückgeht? Also, irgendwas muss doch gemacht werden, oder nicht? Spiel wird mir langsam ein bisschen zu komplex. Freiheitenkritiker am Start. Wir haben jetzt eigentlich hier alles. Gewalt haben wir, Jugendschutz. Was ich nur machen könnte, wäre mich zum Staatsoberhaupt krönen lassen. Aber ich bin doch gar nicht auf Lebenszeit ernannt. Das ist ja schrecklich. Das müssen wir ändern. Und werden wir zum Königreich? Ich soll was kaufen von denen? Nö, könnt ihr vergessen. Nein, danke. Aber wir können ein bisschen Champagner trinken, ja. Sehr. Ja, dann machen wir nächste Folge alles fertig noch. Neue Flagge und sowas. Oh ja. Die Operation. Sehr schön. Wir sind jetzt auch gleich wieder ja, die Folge ist gleich wieder vorbei. Sind wir eigentlich gerade, habe ich es gesehen, bei Frauen, bei der Bezahlung? Können auch hier mal ein bisschen Geld noch reinstecken. Ist ja gar nichts, aber habe ich da kein Geld reingeschmissen. Ja. Thomas Jefferson, es passierte gerade sehr viel irgendwie. Frieden, Handeln, Ehrlichkeit mit allen Nationen, enge Allianzen mit keiner. Warum nicht? Warum, Herr Jefferson? Kannst du mir das erklären? Okay, er wird es mir nicht mehr erklären können, weil er nicht mehr lebt, aber ja. Vielleicht kann es jemand von euch erklären. Ist da ein Jefferson-Fan, Fanboy oder Fangirl dabei? Und kann mir das erläutern? Ich muss also gerade nochmal sagen, es tut mir immer noch leid, dass ich immer noch erkältet bin. Aber ich nehme auch zurzeit die Folgen in sehr kurzen Abständen auf. Deswegen ändert sich da nicht so viel. Aber weil ich halt noch anderes aufnehmen muss. Und ja, wir sind das Land. Ne, wir sind das drittbeste Land, Die Bestand. was den Lohnausgleich von Frauen und Männern angeht. Also bei uns gibt es hier keinen Sexismus.
Skandal? Warum? Welcher Skandal denn? Boah, ich glaube, wir erhöhen nochmal den Mindestlohn, damit ich jetzt hier ein bisschen beliebter noch werde. Das kommt immer ganz gut an. Sehr schön. Und zum Schluss, also wirklich ganz zum Schluss der heutigen Folge, lassen wir uns noch krönen. Zum König von Korea. Ich werde auch, glaube ich, den Namen mal umbenennen. Nordkorea, das klingt ja kacke. Oder ein Park. Jun Park, Parkreich. Pakistan. Hahaha. Man packst du mit R? Ich weiß das gar nicht. Ja, oder? Nee, Pakistan schon mal ohne R. Oder? Pakistan ohne? Ohne R. Okay, ich kann mir den Witz nicht verkneifen. Pakistan. Ich weiß, es ist ein bisschen, der Witz ist etwas schlecht. Aber ja. Nächstes Mal Hauptstadt würde ich lassen. Dann machen wir noch eine neue Flagge. Eine Hymne ist mir eigentlich wurscht. Wir haben ja eh keine Landeshymne. Okay, gleich wieder hauen. Wie kann er das Land denn umbenennen? Hat er so viel Tradition? So, senkt mal die Mehrwertsteuer noch. Da sage ich ja Nationalismus, Konservatismus. Oh. Dafür kriegt er ja gleich einen König. Deshalb würde ich das. Nein, die Mehrwertsteuer ist das letzte für heute. Scheiße. Ja, das ist halt. Das ist die erste Amtshandlung als König, die Mehrwertsteuer zu senken. Ich würde es aber cooler finden, wenn man auch sich als Kaiser krönen lassen könnte. Ist natürlich nur ein Name. Aber trotzdem. Amnestie? Noch ewig nicht mehr gemacht. Verstehe ich jetzt nicht. Und zack. Es steigt und steigt. Nur als nächstes. Da ist der Landesname dran. Ich bin ja auch eine Monarchistenparty. Schon ganz im englischen Modus hier drin. Monarchistenpartei gründen. Damit unseren Spaß haben. Oder ich mache eine Abstimmung einfach. Ich weiß nicht. Vielleicht gab es die Abstimmung schon. Mein Ländername äußerst negativ, warum denn das? Aber trotzdem finden sie mich toll. Pakistan, huhu. Aber jetzt passt der Name auch mal richtig rein. Damals war das mal ein bisschen verbuggt. Ah nee, die Krönung, die findet ja später erst statt. Dann machen wir das heute noch, die Krönung. Das ist ja, glaube ich, immer eine Woche später. Oh, die älteste Person im Land ist gestorben. Das ist nicht so gut. Oh, jetzt ist die Krönung. Aufpassen. Und der Erste. Der Krönung Napoleons würdig markiert diese Intronisation auf ewig die Geschichte unseres Landes. Am frühen Vormittag setzte sich der Tross in den Straßen der Hauptstadt in Bewegung, allesamt zu diesem Anlass mit dem Wappen der königlichen Familie verziert.
Von der berittenen Garde in mittelalterlichem Gewand und von riesigen programmierten Fanfaren begleitet, nahm das Königspaar in einer funkelnden Kutsche Platz, die eine detailgetreue Nachbildung des Gefährts Aschenputtels war. Auf der gesamten Strecke bejubelte die unzählige Menge ihren künftigen Monarchen und warf mit Rosenblättern, während die erste Fliegerstaffel Flugmanöver vollführte. Die Krönungszeremonie wurde zur Melodie von »Also sprach Zarathustra« von Richard Strauss eröffnet. Der König erschien anschließend in einem großen, mit Blattgold verzierten Umhang und einer mehrere Meter langen Schleppe. Nachdem er den Eid abgelegt und sich selbst die Krone auf sein erhabenes Haupt gesetzt hatte, krönte unsere Majestät seinen Gatten und nahm das Goldzepter entgegen, das Symbol der uneingeschränkten Macht. Die Geschütze donnerten und die Tauben erhoben sich in die Lüfte. Das Land wurde in diesem Moment zur Monarchie. Ich finde es immer krass, diese Krönungszeremonie, auch was da drumherum alles erzählt wird. Wow. Das muss da richtig cool sein. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich glaube, sonst haben wir jegliche Demokratie jetzt bis auf Parteien. Hält sonst gerade nichts anderes mehr ein? Wo noch? Ah, doch, Internet noch. Ja, das gucken wir später nochmal an. Ich werde es bestimmt vergessen. Stimmt, die Personenkontrollen haben wir auch noch nicht gemacht. Die haben wir ja generell noch gar nicht geguckt. Prostitution zum Beispiel ist illegal, okay. Die komplett vergessen. Sind wir Jun der Erste, König von Pakistan? Nicht von Pakistan, von Pakistan. Darauf erstmal ein Tweet. Ja, die finden mich alle toll. So muss es ja auch sein. Können wir nicht tweeten? Schade. Ja. Ihr müsst jetzt stehen. Wir sind ja ein Königreich. Ja. Dann würde ich sagen, auch sehr ironisch, wie ein totalitär kommunistisches Königreich. Aber ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge, zur letzten Folge dann, wo wir vielleicht sogar eine Atombombe auf Seoul schmeißen, mal gucken. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt auch nach dem Projekt noch da. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.